Phobie. Schatz, das ist ein Stromausfall. Ich hab die Taschenlampe. Okay. Hier, guck mal, Licht. Hi. Alles okay? Es tut mir leid. Ich hatte eben einfach Angst. Keine Sorge. Wir holen die Kerzen raus. Okay. Ich weiß, dass es dumm ist. Aber es ist. Besonders, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du? Es macht mir Angst. Ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte. Okay. Als Kind hatte ich immer diese Albträume. Und auch Angst vor der Dunkelheit. Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter, genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Ja, wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Na klar. Hier ist er. Alan. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Nein, ernsthaft. Ich liebe dich, auch wenn du ein Lügner bist. Dankeschön. Sind bestimmt noch Filmküsse, gar nicht echt. Es ist Winter. Bright Falls Hot. Wie geht's Ihnen, Mr. Wake? Ist Ihnen übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Gut, würde ich sagen. Mir geht's gut. Meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen. Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken. Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Danke. Gut, Mr. Wake, das war's. Werden die Schmerzen stärker oder zeigen sich andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. Mach ich so, bestimmt. Das war's dann. Nicht. Sarah, Sheriff Breaker wartet auf Sie. Sie macht ihre Arbeit sehr gut. Ich bin sicher, dass sie ihre Frau schnell finden wird. Dr. Nelson war der typische Kleinstadtarzt. Nö. Sheriff Breaker hatte ihn wegen meiner Kopfwunde aufs Revier kommen lassen. Und was machst du da? Danke, dass Sie die Lampen geprüft haben, Miss Weaver. Alles scheint in Ordnung zu sein. Ich kann mir nicht erlauben, nachlässig zu sein. Deputy Grant, die Birnen müssen bald gewechselt werden. Und das kann man nicht im Dunkeln machen. Ich werde mich darum kümmern, Miss Weaver. Einen schönen Tag noch. Gut. Ich komme sicherheitshalber später nochmal vorbei, um Sie daran zu erinnern. Ist das Sarah? Nein, das ist nicht Sarah. Wo ist Mr. Sarah? Wake, Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs. Hier? Nö, hier nicht. Wo ist denn das Ende vom Flur? Was ist hier? Eine verschlossene Tür. Ach, hier, da, Sheriff's Office. So, ich nehme mal an. Kommen Sie rein, Mr. Wake. Da war irgendwas. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Lesen. Wer hat diesen Mann gesehen? Verschwunden am 20.06.2007. Erkennungsmerkmal, gewinnt gern Wettbewerbe. Okay, daran erkennt man jeden. Kann man was anderes hier auch noch untersuchen? Ja. Vermisst. Richard Borg, Bruce Dansky, Jacket Miller. Nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt. Kontakt abgebrochen. Wenn Sie diese Männer gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhalten, rufen Sie bitte an unter 555-9932. Also, wenn ihr sie gesehen habt, ruft jetzt bitte da an. Kostet nur 3,99 die Sekunde. Vielen Dank. Oh, die Katze ist auch vermisst. Die will, kann ich das nicht lesen. Das ist aber asozial. Das ist asozial. Asozial. Ihr Handy, Mr. Wake? Ach, mein Handy. Ich hab ein Handy? Ich hab ein Handy. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Alter. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof.
Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich im Elderwood-Nationalpark. Am Lover's Mr. Way, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Ich konnte nichts tun. Ich musste das Spiel des Anrufers mitspielen. Alles Leben stand auf dem Spiel. Bitte, wo kann ich lang gehen? Ich kenne mich hier gar nicht aus. Irgendein Zellengang, Parking, Holding. Da wahrscheinlich. Hey, Sie! Hey, können Sie das Licht anmachen? Die Deputies verstehen mich nicht. Sie wollen nicht auf mich hören. Ja, hier. Oh, Licht. Danke, Mann. Licht ist Sie immer sind gut. In Ordnung. Da liegt immer alles kurzzeitig okay. Im Gefängnis. Lassen aber Sie sich nichts anderes einreden. Ist es die dritte? Ja, das schauen wir uns das mal an. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Das ist zu trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Aha. Das ist natürlich äußerst... Ach, da kann man die anderen auch noch lesen, aber... Sollen wir das jetzt machen? Ich glaube, das machen wir jetzt schnell noch. Manuskript, Folge 1, Albtraum. Das haben wir gelesen. Egal, ich schaue es mir nochmal an. Departure von Alan Wake. Okay. Der Mann wandte sich mir zu. Sein Gesicht lag im Schatten. Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen. Die Axt, die er hochhob, war jedoch gut zu sehen. Auf ihr glitzerte das Blut seiner Opfer. Er grinste irre. Die Schatten lebten und verzerrten sein Gesicht. Eine Szene aus einem Albtraum. Doch ich war hellwach. Ein Wachalbtraum. Der Besessene stand vor mir. Besessene. Ich konnte mich nicht auf ihn konzentrieren, als stünde er in einem toten Winkel, wie bei einem Hirntumor oder einer Augenkrankheit. Er blutete Schatten, wie Tinte unter Wasser, eine Blutwolke von einem Haibiss. Ich hatte Todesangst. Ich drückte wie verrückt auf die Taschenlampe, um das Wesen davon abzuhalten, näher zu kommen. Plötzlich tat sich etwas und das Licht schien heller zu leuchten. Okay. Ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kamen. Ich wirbelte herum, gerade als die Wolke über mir war. Kurz starrte ich in 100 tote Augen, glitzernde schwarze Perlen in der Finsternis. Ich hob die Taschenlampe und der Schwarm explodierte wie ein Silvesterkracher. Federn verbrannten zur Asche. Ihre Schreie überdeckten meine eigenen. Wake findet Seiten. Zunächst fand ich die Seiten wie zufällig. Das Buch, an das ich mich nicht erinnern konnte, war entweder eine schreckliche, wahre Prophezeiung oder ein Schöpfungsakt, der die Welt verändert hatte. Ich fing an, den Seiten nachzujagen, denn sie bargen die Antwort zu dem Rätsel. Mit ihr... Ups. Nochmal zurück, voll ganz Albtraum. Zunächst fand ich die Seiten wie zufällig. Mit ihr konnte ich mich nicht erinnern, war entweder eine... Das wollen wir jetzt nicht nochmal alles hören. Dann Fernseher in der Tankstelle. Ich betrat die Garage der Tankstelle. Dort war es dunkel und still. Es herrschte Chaos. Es sah aus, als habe jemand den Ort verwüstet, als habe hier ein Kampf stattgefunden. Durch eine Hintertür drang Licht in den Raum und ich ging auf sie zu. Ohne Vorwarnung blendete mich ein grelles Licht. Ein alter, tragbarer Fernseher auf einem Regal war wie von selbst zum Leben erwacht. Es war unmöglich, doch ich sah mich auf dem Bildschirm, wie von Sinnen redend. Ja, von Sinnen trifft's ganz gut, denke ich mal. Wake lügt den Sheriff. Die Hütte am Cauldron Lake? Fragte sie. Der Sheriff sah mich misstrauisch an. Das Morgenlicht schien durch die Bürofenster. Ohne ihre Hilfe wäre ich wohl nie lebend aus dem Wald gekommen. Und doch konnte ich ihr nicht sagen, was mir wirklich passiert war. Sie würde glauben, ich sei ein Lügner. Oder verrückt. Sie würde mich einsperren. Und sie würde mir nicht helfen, Alice zu finden. Und das können wir uns nicht wirklich leisten, deshalb machen wir das einfach. Stucky. Stucky spuckte auf den Garagenboden und versuchte, die Spinnweben abzuschütteln. Seitdem das Paar nicht aufgetaucht war, um die Schlüssel zu holen, war alles verschwommen. Etwas, ein Gefühl, ließ ihn aufmerken. Stucky blickte auf und starrte, während sein Gehirn vergeblich versuchte, den Albtraum vor ihm zu verarbeiten. Er taumelte, stieß eine Öldose um. Ein schwarzer Teich verteilte sich auf dem Boden. Nach kurzem Kampf gab er auf und das unerbittliche Dunkel verschlang ihn.